Berufsjäger Ludwig Weiß kontrolliert im Bergwald bei Bad Hindelang eine Wildkamera. Es ist immer eine kleine Überraschung, was sie aufgezeichnet hat. Aber vergangene Woche war das Durchklicken besonders spektakulär. Rotwildgams hat man regelmäßig drauf. Luchs ist aber natürlich schon was sehr Besonderes. Dass er sich hier in der Gegend aufhält, das war schon bekannt, aber Foto ist natürlich immer toll. Ein konkreter Nachweis, genau. Hinweise in den vergangenen Monaten waren einzelne Sichtungen von Jägern und es wurden Spuren gefunden, die wie Luchstatzen aussahen. Der Luchs ist jetzt genau dort wieder aufgetaucht, wo vor 180 Jahren der letzte seiner Art geschossen worden sein soll. Es ist natürlich ein Bereich, sagen wir mal, Südhang, wo tatsächlich eher Wild zu erwarten ist im Winter, weil das Wild sich dann eben auf den Sonnenhang stellt, auf die Sonnenseite. Und ich denke mal, dass er da klare Absichten hatte. Der hat nämlich Hunger wahrscheinlich. Immer wieder haben Jäger in den vergangenen Monaten gerissene Rehe gefunden, die luchstypischen Verletzungen hatten, an der Kehle und an den Hinterläufen. Schutzgebietsbetreuer Henning Wert kennt den Luchs als geschickten Jäger. Trotzdem erwartet er nicht, dass sich Landwirte Sorgen um ihre Tiere machen müssen. Wenn es irgendwo mal eine leicht zugängliche eine kleine Nutztierart gibt, wie ein Schaf, dann kann es durchaus auch zu Übergriffen kommen. Insgesamt gesehen bei dem Beutetierspektrum, was man da untersucht hat, spielt es eine wirklich absolut untergeordnete Rolle. Also viel geringer als beim Wolf ist der Anteil von Nutztieren beim Luchs. Da er stattdessen hauptsächlich Rehe jagt, hilft er dem Jäger Ludwig Weiß einerseits, den Rehbestand unter Kontrolle zu halten. Andererseits könnte sich der Berufsjäger aber auch vorstellen, dass das Wild durch den Luchs scheuer wird. Für die Jagd, es kann schon sein, dass es mir die Jagd auch erschwert. Aber er hat auch das Recht, hier zu leben wie der Mensch. Und man muss schauen, dass man irgendwie mit denen auskommt. Bei seinen Rundgängen im Revier hält er jetzt nach Materialausschau, das sich für einen Gentest eignet. Losung, Haare oder frische Risse. So könnte man herausfinden, ob ein Männchen oder ein Weibchen vor die Linse gelaufen ist und woher das Tier stammt. Es kann leicht sein, der wandert mal 100 Kilometer. Also ob jetzt der im Sommer noch da ist, weiß man nicht. Er ist aber zumindest wahrscheinlich jetzt schon ein paar Monate da. Also könnte auch sein, dass er da bleibt, aber das weiß man alles nie. Spätestens, wenn es Nachwuchs geben sollte, wie bei diesen Aufnahmen aus dem Tierpark Bayerwald, dann dürften die Pinselohren wieder fest zum Allgäu gehören.